Meine lieben Mitelysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. In Müllsack oder in Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus' Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Der Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Spot an für Teil 3. Dichter Qualm? Moment mal, Qualm? Alarm! Was? Feuer! Guten Morgen, die Damen! Doc, der Feuerlöscher! Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät! Moment! Ruhig gut! Ich mache doch nur Frühstück! Grillhonig! Nicht schon wieder! Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt, das ist neu. Kein Problem, lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig, da war ja noch was. Während ihr schlief, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Rosos Kutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation, wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon. Jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat eine angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Was hat denn dann angebissen? Oh oh. Kacke. Shalom und herzlich willkommen zu Goodbye Deponia. What? Was ist auf einmal passiert? Wo ist das Dach hin? Warum hat sie überhaupt die Tür wieder zugemacht? Weil wir haben doch jetzt gerade... Und wieso schläft Bose noch, verdammt? Die allerwichtigste Frage ist sowieso... Warum haben wir den Entwicklerkommentar noch an? Mal einen kleinen Moment. Wird keiner gesehen. Okay, Shalom und herzlich willkommen zu Goodbye Deponia.
Oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Wir haben unser Dach verloren und der Doc guckt ganz verstört. Und wieso schläft Bozo eigentlich nicht? Tja, das Auge ist weg. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig. Ja, quasi. Er wirkt unaufgeräumt. Jetzt wünschte ich fast, ich hätte seine Pillen nicht an die Robbenbabys verfüttert. Ja, Doc, du wirkst so unausgeglichen. Was ist denn los? Hey, Doc, alles klar? Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja, ja, ja. Und sonst so? Na. Das ist eigentlich mit... Er schläft wie ein Baby. Großes, gefährliches Piratenbaby. Ja. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ich kann ihm auch später noch alles erzählen, wenn ich den Schuldigen für diesen Schlamassel gefunden habe. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber nur geguckt. Angezündet hat ihn jemand anders. Okay. Wir haben ja noch die Navigation. Ich will vielleicht mal schauen, wo wir uns gerade befinden. Da blinken zwei Lichter auf dem Radarfeld. Ein kleines grünes in der Mitte und ein großes rotes dahinter. Das kann nur eins bedeuten. Das Konfetti ist alle. Oh je. Ich befürchte... Oh mein Gott. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Oha. Spätestens jetzt wird Bozo wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Tja, der Pirat hat, Oh je. Oh oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem Elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Puh. Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Sammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Hopp und Gott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Cooler Name, Oppenbott. Okay, wir haben jetzt hier zum... Gibt es eine bessere Art zu sagen, den Organon verputze ich doch zum Frühstück? Möglich, aber die hier ist schon ziemlich lässig. Ja, ich könnte mir durchaus lässigere Sachen vorstellen. Durchaus. Goal! Halt aus! Ich komme! Goal, das sieht mir jetzt ein bisschen gewagt aus. Wie ist sie da bloß rübergekommen? Halte durch! Ich bin auf dem Weg! Ich hab das Gefühl, dass... Au! Mei! Das war krass. Jetzt die Kranhalterung. Go. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Aha.
Also wenn ich die mittlere reinschraube, kommen die anderen raus. Dann nehme ich mal jetzt mal die links. Nein, was ist passiert? Wenn ich jetzt die mittlere wieder reinschraube, müsste eigentlich die linke rauskommen. Oh, ich habe keine Rechte mehr. Okay, wenn ich die linke reinschraube, kommt die mittlere raus. Wenn ich die mittlere reinschraube, dann kommt die linke und nicht mehr vorhandene rechte raus. Ich kann aber auch die mittlere Schraube nochmal. Ich hab Angst. Ich will nicht, dass. Hoppla. Kommst du voran? Naja, ja. Es gibt Fortschritte, gewissermaßen. Nur in die falsche Richtung. Oh oh. Was hast du getan? Das mach ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Nanu, wen haben wir denn da? Was? Na, Rufus natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Das, ja. Ich bin gerade immer noch urstgeschockt von der aktuellen Situation. Specknacken. Mal hier, als Specknacken, Specknacken. Specki, Specki, Specknacken. Und wir haben einen Fan, der sich ähnlich kleidet wie wir. Ich glaube, Gold dreht am Rad. Jetzt ist es offiziell. Aber der Kollege hat uns ja gefragt, wie wir ihn, mit welchem speziellen Rufus-Manöver wir ihn überwältigen werden. Dann mit einem Karate-Spezialtrüberung. Die Schnürsenkel zusammenknoten. Ich werde mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Ein Profi verrät niemals seine Tricks. Oder wollen wir ihn fragen, ob er eine Idee hat? Er sieht mir nicht wirklich aus wie jemand, der Ideen hat. Nicht wirklich zumindest. Okay, Verdunkelungstaktik. Ich würde es gerne nochmal ganz kurz gucken, wie der da steht, weil Schnürsenkel zusammenknoten klingt am effektivsten. Aber wenn ich jetzt verrate, was ich tue, dann ist es doch eigentlich. Oh, Sino, ein dreiköpfiger Affe. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich habe ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch! Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Dann, yeah. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. Warte! Ich habe den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Klar. Verdunkelungstaktik täuschen. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja. Vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. 1, 2.
Ich bin blind! Ich bin blind! Das war gut. Das war richtig gut. Wow, du hast es wirklich geschafft. Ja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Ich bin ja auch begeistert. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Das ist eigentlich treibt jemand wie du an Bord eines Organon-Kreuzers? Oh, das ist wirklich eine interessante Geschichte. In der es allerdings nicht um mich geht. Wir sollten unsere Zeit lieber mit relevanten Themen ausfüllen. Also mit Geschichten über mich. Au, oh, fein! Dann nehmen wir ein Interview. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Yep. Ich glaube, ich fange von oben an, weil da haben wir nämlich auch irgendwo einen chronologischen Ablauf. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Klingt irgendwie gar nicht nach Ruflos. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Kletos herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletos angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Da hat wohl jemand meine letzten beiden Let's Plays geguckt. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Specs. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar, du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Kletos gerettet. Genau so war's. Gut, zum Abschluss. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Ja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Außerdem hat Goal nichts an als Unterwäsche. Ich muss sie schleunigst darunter bekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Goal! Ich rette dich! Was sagst du? Ach, mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort! Ah, schlimm. Barry, du siehst aus wie... Ein Fan. Das gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Ich befürchte, dass er... wahrscheinlich der Anführer des Rufus Fanclubs ist. Mitgliederanzahl 1. Na? Gespannt? Wie die Windhose bei einem Flugschnabeltier-Ei-Katapult. Wie lange beobachtest du mich eigentlich schon? Oh, eine ganze Weile. Unheimlich. Unheimlich angemessen. Ja. Wir haben ja eine Kanone und einen Knopf und... Die K-
Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Ja? Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Na ja. Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall. Das ist natürlich blöd, dann müssen wir sie vorher noch ausrichten. Bitte, ich bitte den Knopf hier. Oh je. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Abbremsen oder beschleunigen? Abbremsen oder beschleunigen? Abbremsen, beschleunigen. Abbremsen, beschleunigen. Ich meine, am sinnvollsten wäre es sicherlich abzubremsen, aber wir wären nicht Rufus, wenn wir einfach beschleunigen würden. Mal vernünftig sein. Ich weiß es so recht.